Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute steht der nächste Teil vom Lotus-Baubericht auf dem Plan und was sich da so getan hat, das seht ihr im kommenden Video. Also, dranbleiben! Gut, der Lotus 102D befindet sich auf der Zielgeraden. Und da möchte ich euch jetzt zeigen, was sich getan hat und dann natürlich noch einen kleinen Ausblick geben, wie es noch weitergeht oder was noch fehlt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann seid ihr definitiv beim letzten Teil vom Baubericht wieder mit dabei. Gut, was hat sich getan? Wie ihr schon seht, hat sich sehr viel getan. Ich zoome euch mal ein bisschen rein, dann seht ihr wieder da ein bisschen besser. So. Was ist passiert? Also das letzte Mal, glaube ich, haben wir noch vom... ich weiß gar nicht, von was wir letztes Mal so geredet haben. Ich weiß nur, es war noch nicht so weit. Gut, also was hat sich getan? Ich habe die Sachen schon mal verklebt am Unterboden. Das ist ja keine Zauberei, das war wirklich nicht so... übel. Das Ganze habe ich auf zwei Etappen aufteilen müssen. Zuerst den hinteren Teil festgeklebt und dann den vorderen am Unterboden, weil es den so weggedrückt hat. Jo, dann ist da nur der Frontflügel angeklebt worden. Wie ihr seht, habe ich ja da Carbon drauf gemacht. Wer das noch wissen will, wie ich das gemacht habe, dem verlinke ich euch nur in der Infobox das Video oder dann am Ende vom Video. Bei der vorderen Partie ist nur so, dass da sehr wenig geklebt worden ist. Also natürlich der Unterboden ist logisch, der Vorderflügel ist auch angeklebt, aber diese ganze Radaufhängung da, das ist eigentlich mehr oder weniger nur reingesteckt. Also das klickt da richtig rein und sitzt dann eigentlich bombenfest. Man muss es einfach von Anfang an schon richtig einbauen. Wenn man das gemacht hat, und das ist wirklich sehr einfach, die Bauanleitung zeigt einem da sehr schön, wie es geht. Dann kann man die ganzen Sachen dann zum Schluss nur noch zusammenklicken. Was ein bisschen strenger geht, ist die Bremsbelüftung, weil da diese Noppen, die da dran sind, die sind relativ dick ausgeführt und die müssen durch die Löcher gedrückt werden. Und die Löcher von der Aufhängung habe ich ein bisschen größer geschabt, damit es besser durchgeht. Aber das war trotzdem ein kleiner Kraftakt. Aber zum Schluss ist es gegangen. Dann weiter hinten seht ihr da noch bei den beiden Lufteinlässen da noch diese, bei den Airboxen da noch diese, ist auch noch mit Carbon belegt. Verschwindet nachher zwar, aber das ist war wieder mal eine gute Übung. Dann geht es dann noch weiter mit den Lüftungsgittern. Die habe ich ja schon lang fertig gehabt, nur noch angeklebt. Leider ist Tamiya da ein bisschen ein Konstruktionsfehler unterlaufen. Die Auswurfmarken von den Dingern sind auf der anderen Seite. Also wenn man da reinschaut, was im Video schlecht geht, sieht man eine Auswurfmarke pro Seite. Wie man die verschleifen sollte, weiß ich nicht. Das geht fast gar nicht, weil die liegt genau in dieser Gitterstruktur drin. Wenn man natürlich einen Edstel-Satz hat oder ein Edstel-Gitter da drüber liegt, dann ist es egal, dann verschwindet es. Aber wenn man es so lässt wie ich habe das ja so lassen, dann sieht man das halt. Aber ja, mei, man schaut ja da nicht immer rein und ja, ich mache mir da jetzt keinen Kopf mehr drüber. Dann, wie ihr da hinten schön sehen kannst, ist nur Motor und Getriebe einbaut. Das wird einfach nur draufgeklebt, das ist keine große Kunst. Da auch ist ein bisschen was mit Deckholz, mit Carbon-Deckholz belegt worden, aber auch wirklich nur zu Übungszwecken. Genauso wie hinten das Getriebe und so verschwindet noch praktisch komplett unter der Haube. Aber auch da wollte ich mal schauen, wie das funktioniert mit Putterfix zu maskieren. Habe ich vorher wirklich noch nie gemacht und hat super funktioniert. Gerade da für diese kleinen Sachen habe ich da eben maskiert und die dann airbrushed. Das war wirklich toll. Das kommt definitiv öfters jetzt zum Einsatz. Und auch die Auspuffrohre auch nicht irritieren lassen. Da hat es noch Auswurfmarken drauf.
aber durch das, das ja verschwindet, ist mir das egal. Da habe ich probiert, mit so Hot-Metal-Effekte Verfärbung darzustellen. Jo, da muss ich nur üben. Aber eben für sowas ist es gut. Da kann man wirklich an einem Testobjekt seine Fertigkeiten trainieren. Wenn es gut ist, ist es gut. Und wenn nicht, eben da ist es egal. Man sieht es ja nicht mehr. Jo, das einmal so zum Auto selber. Dann habe ich natürlich die Motorabdeckung ist natürlich auch fertig. Da ist nichts Großes dazugekommen, außer dass sie poliert und gewachst wurde, dass es schön glänzt. Was natürlich auch noch fertig ist, ist der Heckflügel. Der war wirklich, ja, also ich weiß nicht, wer von euch Formel 1 Autos baut, aber ich habe noch keinen Heckflügel gesehen, der sich einfach zusammensetzen lässt. Entweder hat man zu viel Kleber drauf oder zu wenig und es fällt wieder auseinander. Aber nach, ja, einer gefühlten Ewigkeit hält das Ganze und ich kann den dann schlussendlich anbauen. Da ist auch praktisch alles karbonisiert, wenn ich das so sagen darf. Bis auf die weißen Teile natürlich logisch. War eigentlich kein großes Problem, das zu bearbeiten. Was aber da noch ist, man sieht es vielleicht im Video, ich habe da noch ganz einen leichten Gilb drin. Wenn ihr euch erinnern mögt, im Unpacking oder Unboxing-Video zum Lotus habe ich ja die Decals gezeigt und die waren ja doch ein bisschen vergilbt. Ich habe die lange an der Sonne hängen lassen und war der Meinung, es ist gut, aber irgendwie jetzt mit dem Kontrast zu diesem richtig harten Weiß, was ich da auftragen habe, merkt man das dann doch, dass noch ganz ein leichter Gelbstich drinnen ist. Jo, das ist mal der Stand der Dinge. Wie geht es jetzt weiter? Weiter geht es jetzt mit einer traurigen Nachricht und zwar muss ich den Sitz noch machen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe ja gesagt, ich setze den Mika rein, aber jo, da ist mir leider was passiert. Ich habe ihm ein Visier gebaut und wie ich das Visier angeklebt habe oder ankleben wollte, sind mir da die. Sonst zoome ich da wieder rein. Und ihr seht, da sind mir da diese Werbeaufkleber. Sachen sind mir runtergegangen. Jo. Ich hätte den Helm vorher versiegeln sollen. Das war mein Fehler. Ja, jetzt ist so wie es ist. Der Mika, der muss draußen bleiben. Dafür kann sein Sitz rein. Und ich habe da jetzt das große Glück, dass ich den Sitz einfach jetzt noch quasi reinschieben kann. Jo. Wie ihr da sehen könnt, sind da Gurte drinnen. Die lasse ich drin, die male ich aus. Den Spaß mache ich mir. Wie geht es nur weiter? Es fehlen nur die Bremsscheiben. Da hat sich noch nichts getan. Da bin ich nur an den Metalliktönen am Herumprobieren, was am besten zusammenpasst. Und dann natürlich nur die Reifen. Bei denen habe ich ein Problem. Die haben alle eine Mittelnaht. Und dieser Reifen da, den habe ich jetzt sehr lange über Schleifpapier laufen lassen. Also richtig, wie wenn er fahren würde. Und es ist immer noch da. Also dieses Material ist ja ziemlich hart. Solche Reifen habe ich wirklich in einem Modell noch nie gesehen. Also das ist kein Gummi, das ist irgendwas. Es ist extrem hart. Also man kann da voll zusammendrücken. Da passiert nichts. Ich glaube, das sind Vollgummireifen oder so irgendwas. Ich weiß es nicht. Jo. Da muss ich schon schauen, da brauche ich nur Geduld, dass ich bei den anderen diese Mittelnaht runterbringe. Aber jo, habe ja noch eine Woche Zeit. Jo, Stichwort eine Woche Zeit. Es ist so, nächsten Sonntag gibt es dann wahrscheinlich den letzten Teil von dem Ganzen. Da präsentiere ich euch dann das fertige Auto. Jo, dann wünsche ich euch bis dahin wieder eine gute Zeit.
freue mich natürlich über Likes und Kommentare und ja, empfehlt es mir gerne weiter. Ja, und dann, wie immer, viel Spaß beim Modellbau. Also, tschüss!